Das reicht. Wenn es Nacht ist, kann man ja wieder den Shader wechseln. So, jetzt können wir nochmal das Holz hier verbauen. Und dann kann ich ruhig jetzt mal mit dem Gesprächsthema anfangen, was ich ja vorhin schon eigentlich anfangen wollte und merkte so, ja, die Folge ist fast am Ende. Jetzt soll das anzufangen, weil ich habe das ja ungern, dass man zwei Gesprächsthemen in einer Folge anspricht. Wartet mal, ich möchte mal kurz was schauen. Ist das eigentlich so klug, wie ich das mache? Finde das jetzt eher weniger klug. Wisst ihr warum? Obwohl. Machen wir es so oder machen wir es folgendermaßen? So. Halt alles so horizontal oder waagerecht. Sieht eigentlich beides so ein bisschen geil aus, aber ich bin eher fürs Horizontale. Gut. Ja, es haben jetzt die Ferien angefangen. Für euch, dann sind die jetzt schon ein paar Tage in Gange, aber ich halte ja so ein bisschen die Minecraft-Folgen auf dem aktuellen Stand, beziehungsweise halt aktuell besser gesagt. Daher ist es für euch jetzt auch noch nicht so lange her. Allerdings werde ich jetzt die nächsten Tage ein bisschen vorproduzieren, da ich nächste Woche, also es ist ab dem 15. Juli, glaube ich, ist das. So, ich schaue mal kurz auf den Kalender. Schau mal kurz auf den Kalender. Ne, 13. Juli. Obwohl, ich habe hier nochmal so einen Zettel. Ja, genau, ab dem 13. Juli, das ist Freitag, fahre ich für eine Woche ein Praktikum. Da bin ich eine ganze Woche nicht da. Bitte bedenkt, dass ich dann dementsprechend auch kaum Kommentare beantworten kann. Beziehungsweise auch spontan irgendwie Livestreams sind in der Woche dann gar nicht. Ist ja, denke ich mal, klar. Weil generell ich so auf so manches kaum eingehen kann. Weil ich habe ein Praktikum im Waldgebiet und da ist das Internet futsch. Da ist nichts mit Internet. Beziehungsweise, ja doch, WhatsApp kriegt man noch hin. Oder vielleicht hier und da doch nochmal schnell im Internet auch was googeln oder so. Aber das dauert seine Zeit. Daher, ich weiß nicht. Ich war da jetzt schon zur Schulung. Vor ein paar Wochen. Und da konnte ich, soweit ich mich erinnern kann, glaube nicht mal auf Kommentare reagieren. Bedeutet, es kann sogar sein, dass ich dann generell nicht auf Kommentare reagieren kann. Es sei denn, ich bin mal woanders oder vielleicht bin ich mal an einem Ort, wo wirklich mal ein bisschen Internet ist. Das kann ja sein. Aber trotzdem müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr euch dann da ein bisschen gedulden müsst. So. Ja, ist auch so gesehen das erste Mal seit langem, dass ich mal wieder für längere Zeit außer Haus bin. Das letzte Mal, wo ich wirklich außer Haus so über eine Nacht war, das war. Waren das? Jetzt ein Jahr her, aber es war halt mal für eine Nacht. Bei meiner Oma, glaube ich, war das, oder? Auf jeden Fall, wie dem auch sei, das letzte Mal, wo ich wirklich mehrere Tage weg war, das war auf der Abschlussklassenfahrt, 10. Klasse. Und das war 2014. Also schon einige Jahre her. Deshalb freue ich mich auch besonders darauf, weil ich auch mal andere Dinge sehen werde. Und generell einfach mal aus dem Alltag rauskomme. Ich komme aus meinem. Hab so gesehen, für mich ist das so fast wie Urlaub, weil ich brauche mich da in dieser Zeit nicht um meinen Server kümmern. Beziehungsweise, wenn irgendwie mal was. Na gut, Server ist momentan eh in Wartungsarbeiten. Also, ich brauche mich nicht um den Server kümmern. Um YouTube brauche ich mich nicht kümmern. Ich kann wirklich mal eine Woche lang abschalten. Und das ist schon mega geil. Und ja. So. Nun muss ich leider das Gesprächsthema auch unterbrechen, weil wir sind mit dem Rumpf jetzt soweit durch. Allerdings weiß ich nicht. Ich würde sogar noch den Rumpf nochmal ein bisschen erhöhen. Allerdings fehlt mir dazu ganz einfach das Truppenholz. Leider war der letzte Baum halt ein bisschen niedriger. Aber trotzdem möchte ich erstmal vorher, bevor ich überhaupt Holz holen gehe, schauen. Inwieweit
kann ich hier. Inwieweit gehe ich hier nach oben? Ich würde hier jetzt sagen, 3 Blöcke nach oben. Allerdings ist die Frage, wie sieht das dann letztendlich aus? Ich würde sogar sagen, realistisch. Es würde sogar realistisch aussehen, wenn man noch einen Block höher geht, oder? Weil so groß sind ja ab und zu manche Schiffe. Und dann kann man hier, so wie sehen, das Deck sein, hier auf dieser Ebene. Dann hat man 3 Blöcke oder 2 Blöcke Platz. Genau, 2 Blöcke Platz. Hier eine Trennwand. Dann hat man hier unten nochmal was, was man machen kann. Zweierhöhe passt eigentlich für ein Schiff. Und jo. Ja, der letzte Block noch hinsetzen und dann gehen wir erstmal kurz rüber. Ich höre ein Skelett. So, der Baum. Ja, gut. Viel Laub ist schon runter. Ich hoffe mal, dass der Baum jetzt auch wächst, obwohl da noch so viel Laub ist. Werden wir gleich mal sehen. Knochen mir ist da. Ja, der wächst. Aber wird immer kleiner. Was ist da los? Sollte mal wirklich das Laub komplett weggehen lassen. Vielleicht hindert es. Hindert das Laub den Baum daran, wirklich weiter zu wachsen. Guck mal, wie klein der ist. Und damals war er da oben. Wir haben jetzt nicht mal einen Stack zusammenbekommen. What the fuck? 48. Vorhin hatten wir fast 2 Stacks. Oh, Vorsicht, Skelette. Lieber mal von oben angreifen. Ey! So, hier. Da ist einer. Noch einer. Es war hier noch irgendwo einer. Hier ist es allerdings dunkel. Oh, hier. Der hat nicht Dynamic Lights. Wo ist denn hier? Da! Der Shader hat leider nicht Dynamic Lights. Das finde ich doof. Na egal. So. Dann hier alles schön strukturiert nach oben ziehen. Und dann werden wir uns anschließend um den Rumpf bzw. um das Deck kümmern. Was ist das Deck? Ah, es gibt bei den Schiffen immer so spezielle Namen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wie das da nochmal hieß. So. Ja, das Holz ist gleich aufgebraucht. Ich denke mal, ich werde gleich erstmal einen neuen Ort suchen, wo ich mal schnell einen Baum pflanzen kann. Wir sind ja eigentlich relativ schnell hier unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. So, am besten auch noch schnell, bevor es Nacht wird, weil es wird jetzt gerade schon Nacht. Wo kann ich denn ganz schnell einen Baum pflanzen? Da hinten. So, hier. Axt. Weil ich brauche erstmal Setzdinger. Gibt's da? Hier, hier, hier. Das Knochenmehl. Ja, komm jetzt hier. Das ist schon der erste Creeper. Ah, sehr schön. Creeper. Na, was laber ich denn hier? Zombie. Ah, es sieht doch schon viel, viel besser hier aus. Ja, damit. Der Vogel, willst du auch was haben? Kriegst du nicht. So, schnell wieder zurückrennen. In unser schönes, vertrautes Heim. Ich will mal kurz hier mal ein paar Sesslinge mitnehmen, die hier gedroppt sind. So. Und Rinder. Ich habe Angst, dass da unten irgendwo ein Creeper steht oder so. Skelett sehe ich da. Noch ein Skelett. Da hinten ist ein Creeper. Boah, ist schöner Treffer. Wir bleiben mal hier stehen. Ändern mal kurz den Shader. Wieder zurück zum Continuum Shader. So, wunderbar. Dann haben wir wieder eine angenehme Atmosphäre. Wenn später der Mond noch hier ist, ist es nochmal ein bisschen heller. Und dann passt das. Wie viel Holz haben wir denn bekommen? Ich wollte gerade sagen, ein Stack, das kann doch nicht sein. Anderthalb Stacks. Oh, da ist der Creeper nochmal. Ich dachte, er ist inzwischen gestorben, aber nee, ist er nicht. Gut, dass ich den gesehen habe. Ich hätte jetzt nicht Bock auf noch noch eine Explosion. So,
Ja, ich möchte dann nochmal was anderes ankündigen. Und zwar nach meinem Praktikum. Ich komme zurück am 20. Juli 2019. An dem Tag komme ich zurück. Bedeutet, ab dem Tag danach wird es auch ordentlich Livestreams geben. Es kam ja jetzt sowieso schon einige Livestreams, so spontan Livestreams hatte ich jetzt hier. Welche? Sogar am heutigen, also für mich am heutigen Tag. Da gab es nämlich Rainbow, gab es ein Livestream, Hearthstone und vielleicht inzwischen schon ein paar andere Spiele. Ich möchte mich auch so ein bisschen in die Streamer-Szene so ein bisschen noch weiter reingehen. Einfach mal öfters mal so ein Spiel livestreamen. Zum Beispiel Hearthstone will ich mit euch durchspielen, aber nicht in einem Let's Play, sondern in einem Let's Stream. Und da gibt es auch ein paar andere Spiele, worauf ich ordentlich Bock hätte. Auch Spiele, die wir selber schon zusammen gezockt haben. Da denke ich zum Beispiel an Pokémon. Dass wir da dementsprechend zum Beispiel Pokémon Hard Gold oder Platin mal irgendwie ein bisschen kämpfen in einer Kampfarena mit unserem Team, was wir in Let's Play uns trainiert haben. Oder The Game Dev Tycoon, da hatte ich ja damals auch gefragt, ob die Leute Interesse haben an ein Livestream, wo wir dann später Game Dev Tycoon vielleicht weiterspielen. War auf jeden Fall da der Wunsch. Allerdings ist Game Dev Tycoon jetzt schon eine Weile her, aber trotzdem könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch noch kommt. Und generell ein paar andere Spiele. Wenn ihr irgendwelche Spielewünsche habt, was ich dann mit euch vielleicht in einem Livestream zocken soll, dann immer her damit. Wir können auch Spiele zocken, die Multiplayer haben, wo ich mit euch im Multiplayer was zocken könnte. Zum Beispiel League of Legends fällt mir da jetzt so spontan ein. Terraria habe ich nämlich auch. Sonic All-Star Racing Transformed. Später irgendwann auch Mario Kart, wenn ich endlich wieder Switch-Spiele aufnehmen kann. Dazu gibt es auch nochmal ein paar Updates. Bezüglich den Switch-Spielen. Aber dazu später mehr. Was könnte man denn noch so zocken? Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, was man mal gemeinsam so ein bisschen zocken kann. Man kann ja auch Minecraft mal hier und da mal zocken. Aber ich möchte. Ich meine damit jetzt eigentlich grundsätzlich Spiele, die man so. Die es sonst bisher noch nicht auf dem Kanal gab. Dass ich die dann euch mit euch halt. Dann spiele halt, wie gesagt. So. Ich möchte mal kurz das Laub hier entfernen. Dass wir hier einen neuen Baum pflanzen können, der mal ein bisschen größer wird. Natürlich sind die Monster da unten schon fleißig hier am Abgeiern. Ja, ich habe ja gerade auch gesagt, dass bezüglich Switch habe ich dann noch mal ein paar Neuigkeiten. Und zwar ist ja Mario Kart Deluxe ja schon lange pausiert. Ich wollte eigentlich mit euch da Online-Parts aufnehmen und so weiter und so fort. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal online schon mal mit Patze oder so aufgenommen. Aber ja, irgendwann habe ich das Let's Play pausiert, weil es Lags gab. So, jetzt kam noch ein weiteres Problem dazu. Und zwar, meine Switch hat irgendeinen Defekt. Die Tasten reagieren nicht mehr so, wie sie sollen. Sie spinnen, um genau zu sein. Und zwar zum Beispiel Mario Kart. Drückt der oder bremst mein Kart andauernd bzw. fährt rückwärts, obwohl ich nicht mal B drücke. Und wenn ich B drücke, hört es nicht mal auf. Erst wenn ich da so ein bisschen gegenschlage, hört es auf. Und das ist irgendwie mit jeder Taste so, dass das auch nicht reagiert oder manchmal nicht reagiert, dann. Es ist sehr, sehr verrückt. Ich habe einen Support geschrieben. Die konnten mir leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe alles ausprobiert. Ich werde bald meine Switch zum Reparaturservice schicken. Und dann mal Experten darüber schauen lassen. Und gegebenenfalls kommt hoffentlich eine reparierte Switch zurück. Dass ich mit euch dann dementsprechend auch wieder Switch-Spiele zocken kann, beziehungsweise Mario Kart online, das Let's Play weitergeht. Weil das ist auf jeden Fall ein Wunsch, den ich habe.
Und ich habe halt voll Bock, mit euch Switch-Spiele zu zocken. Ich habe hier noch ein anderes Spiel liegen, was ich unbedingt mit euch zocken wollte. Wollte das eigentlich als nächstes Let's Play bringen. Aber ja, kann ich vergessen sozusagen. Upsala. Naja, es ist scheiße. Aber ja, leider habe ich auch keine anderen Controller oder so, die ich da auch austesten könnte. Kann ja sein, dass es an den Controllern liegt. Dann könnte man die ja einfach bestelle ich neue und fertig ist sozusagen. Dann brauche ich hier nicht so ein Plan machen. Aber ich weiß ja, ich kann ja nicht mal sagen, ob es an die Controller liegt, weil ich ja keine anderen habe und jetzt extra dafür welche bestellen. Will ich auch nicht, weil ja, ich habe momentan nicht viel Geld. Ist einfach so. Ich habe momentan wirklich nicht viel Geld, weil ich vor, ja, wann denn, vor 2 Monaten oder so eine große Rechnung hatte. Autoreparatur. Und ja, das hat eine tiefe Wunde in meinem Geldbeutel hinterlassen. So ein wirklich so gesehen. Daher geht solche Investitionen momentan leider nicht so direkt.